Bonjour, mes très chers amis. Dieser gute Tag ist Sonntag, der 30. Juli. Und das ist das letzte Mal der Blick hier von meinem Esstisch über die Schluchten des Lou. Und wenn Sie diese Bilder sehen, dann bin ich, wenn Gott will, schon wieder zu Hause im goldischen Frankfurt, wo es 15 Grad hat und regnet. Der 17. Sonntag im Jahreskreis mit wunderbaren Lesungen, der Schatz im Acker, die kostbare Perle im Evangelium. Das, was die Menschen zu erwarten haben, die Gott lieben, im Römerbrief in der zweiten Lesung und in der ersten Lesung Salomo bei seinem Regierungsantritt. Was sich Salomo da wünscht, dieser noch sehr junge und unerfahrene, aber bereits weise Mann, was er sich nach dem Herzen Gottes wünscht und wie Gott das erfüllt, das ist etwas für die Insel, was man präsent haben sollte, auch wenn man kein König von Israel ist. In jenen Tagen erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und Salomo sprach: Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebetet hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Ich fange gleich mit dem letzten an. Stimmt, natürlich, aber in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes vereinigt. Und wenn wir ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen, ihn in unser Herz und unser Leben hineinlassen, dann haben wir den bei uns, der von sich sagte, dass er mehr ist als Salomo. Also da brauche ich nicht Gott zu korrigieren. Diese Überbietung kommt von Jesus selber und dann soll mir, was ihm recht ist, mehr als billig sein. Wir haben Aussicht auf so ein hörendes Herz. Und was ist das für eine kluge Bitte, die Salomo da äußert? Und wie demütig und wahrhaftig sagt er von sich selber, dass er das, was er für sein Amt braucht, nicht hat und nicht kann, aber dass er doch die Hoffnung hat, es zu bekommen, weil Gott an dem Volk, an diesem großen, mächtigen Volk, wie er respektvoll sagt, so riesig war es jetzt auch nicht, weil Gott an der guten Regierung dieses Volkes liegt. Und das ist immer noch so. Ich glaube, dass Gott immer noch an diesem Volk und an allen Völkern der Erde liegt und daran, dass sie gut regiert werden. Und dass sich die, die durch Gottes Zulassung und oft auch durch Wahl und Wille der Menschen dann an die Regierung kommen, dass die sich nicht versündigen an ihren Leuten und sie ausnützen und bedrücken und in unmögliche Abenteuer treiben, wie den Krieg, aus dem man nur blessiert hervorgehen kann, sondern dass sie sich ihre Leute annehmen, dass sie sie fragen mit ihrem hörenden Herzen, was ihnen gut tut, dass sie nicht alles selber besser wissen, dass sie sich korrigieren können, wenn sie falsch gegangen sind, dass sie Vertrauen zu ihren Leuten haben und Loyalität nicht mehr verlangen, als sie selber Vertrauen geben können. Das wären so ein paar Eigenschaften. Und wenn man so ein hörendes Herz hat, wie wir es mit Jesus in uns auch haben können, dann können wir auch die große Verheißung aus dem Römerbrief in uns Wahrheit werden lassen, dass nämlich denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Alles, sogar das Zweifelhafte und das, was uns schlecht und abträglich erscheint. Alles gereicht denen, die Gott lieben, zum Guten. Und
mit dem hörenden Herzen und den sehenden Augen die Dinge im Licht Gottes sehen, werden dann auch wir den Schatz im Acker, die besonders wertvolle Perle, erkennen und werden den Mut haben, das andere, was uns daran hindert, diese Schätze zu gewinnen, preiszugeben. Also mit dem hörenden Herzen ist wirklich alles gegeben, was wir brauchen und was wir uns nur vorstellen können oder noch darüber hinaus. Gott segne und behüte Sie alle und bis auf Wiedersehen in Deutschland. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen natürlich auch noch, auch wenn es wie gesagt kalt und regnerisch ist. Gottes wärmende Liebe, Sonne möge in Ihnen leuchten.